Mit einem deutschen Sieg hat die diesjährige Vierschanzentournee begonnen. Der im Weltcup führende Martin Schmidt gewann das Auftaktspringen in Oberstdorf. Martin Schmidt bleibt der jugendliche Held der internationalen Skispringerszene und der Liebling der deutschen Skisprungfans. Bei Kaiserwetter in Oberstdorf sprang der 19-jährige Schwarzwälder im ersten Durchgang auf 120,5 Meter, hielt dem Erwartungsdruck also stand. Andreas Wiethölzl, der Österreicher, aber segelte auf 124 Meter die Tageshöchstweite und führte. Dieter Thoma, der Altmeister, sollte sich als Zehnter auf Spitzenanschlussniveau stabilisieren. Ansonsten blieb die deutsche Mannschaft in der Masse etwas hinter den Hoffnungen zurück. Bundestrainer Hess sah aber seinen Vorflieger als nervenstarken Springer. Martin Schmidt setzte sich nach seinem zweiten Satz auf 115,5 Meter an die Spitze. Der Österreicher Andreas Goldberger wurde am Ende Zweiter. Sein Landsmann Wiethölzl sprang nur 109,5 Meter, wurde Vierter und bescherte damit Martin Schmidt den fünften Saisonsieg, seinen schönsten vor über 30.000 frenetischen Zuschauern.